Ja. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich frage mich gerade, welcher Knopf zum Gas geben ist. Ach, ja. Der. Shit, wie ging das denn nochmal? Wo war denn hier nochmal Schießen? Okay, ich glaube, das hier war. Ja, ich glaube. Okay, ich muss gerade völlig ab. Hallo, da sind wir wieder von der Retro Gaming Area auf der Gamescom. Neben mir sitzt der Daniel. Er hat ein ganz tolles Spiel. Habe ich mir vorhin auch schon angeguckt. Ich fand es recht schön, aber es ist ein etwas längerer Titel. Wie heißt es genau? Das Spiel heißt Lonely Mountains Downhill. Okay. Also die einsamen Berge. Die einsamen Berge. Ja, und genau darum geht es auch. Also was ich so festgestellt habe, man hat ein Mountainbike, man rauscht damit einen Abhang runter und hat dann diverse, die üblichen Probleme halt. Felsen, genau, man Abhänge. So auf der Spitze des Berges an, muss es irgendwie heil ins Tal schaffen und ja, dazwischen stehen Berge, Bäume, die das verhindern. Ja, okay. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Spiel zu machen? Wir sind zwei Leute und Jan, also der zweite im Bunde, ist begeisterter Fahrradfahrer. Mhm. Und ich wollte eigentlich erst so ein bisschen so ein Offroad-Truck-Gaming machen. Das fand er scheiße. Das war ziemlich gut, dass er das nicht gut fand. Und dann hat er angefangen, ein Fahrradspiel zu bauen, weil das halt eher sein Ding war. Und dann war relativ früh klar, dass das cool ist. Also, das gab es irgendwie noch nicht. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Fahrradfahren hat nochmal so ganz spezielle Steuerungen, die cool sind, weil man halt nicht mit einem Auto so schnell fahren kann. Das heißt, man muss ein bisschen mehr vorausplanen. Ja, dann war sehr schnell klar, dass das mit dem Fahrrad schon Bock macht. Okay. Also ich fand es auch sehr außergewöhnlich. Ich habe sowas vorher in dem Stil noch nicht gesehen. Mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Aber du sagst, du bist gar nicht so der Fahrradfahrer. Ich persönlich nicht so tatsächlich. Okay. Also mache halt viel Games, aber Fahrradfahren ist nicht meins. Aber also Jan ist tatsächlich begeisterter Fahrradfahrer, insofern kann er den Teil ganz gut covern. Auf welchen Plattformen kriegt man das Spiel? Man kriegt das noch gar nicht. Man kriegt es nächstes Jahr erstmal auf PC, also Steam, Windows, Mac, Linux. Und eigentlich wollen wir damit auf Konsole, also es funktioniert, es ist für Controller gebaut. Und dann wirklich schnell auf Konsolen, dann eigentlich alle. Also, wird es auch eine Handy-Version geben? Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann auch mal eine Mobile-Version geben, aber aktuell konzentrieren wir uns eigentlich nur auf die PC-Version. So. Okay, dann danke ich dir. Ja, ich danke. Viel Spaß noch. Danke fürs Hier sein. Euch auch noch viel Erfolg, dass ihr viele Leute erreicht mit eurem Spiel. Ja, hoffen wir mal. Wir machen ja Kickstarter im Oktober und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Dann auf Steam. Dann auf Steam. Okay.